am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit den Gedanken von Martin Luther King, der sich Zeit seines Lebens für Emanzipation und Bürgerrechte und gegen Hass und Rassismus eingesetzt hat, will ich Sie begrüßen zu dieser Feier- und Gedenkstunde. Zu dieser Feier- und Gedenkstunde, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Sie findet seit 26 Jahren jeweils am 27. Januar in Deutschland statt und sie erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz bei Krakau am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee. Heute, vor 77 Jahren, war es die Hölle auf Erden für die Menschen, endete die noch im Konzentrationslager Auschwitz verblieben waren. Die Hölle auf Erden endete, doch die Trauer und die Erinnerung hat alle, die das damals erleben mussten, ihr Leben begleitet, hat sich über Generationen auf Kinder und Enkel übertragen und beschäftigt uns und muss uns auch heute beschäftigen. Es geht darum, dass wir trauern, um die Hunderttausenden von Menschen, die von den Nazis ermordet wurden, die gequält wurden, die vorher entrechtet worden sind, die gedemütigt worden sind. Und Auschwitz steht als Synonym für dieses singuläre Menschheitsverbrechen. Als die Rote Armee nach Auschwitz kam und das KZ befreite, waren nur noch wenige Überlebende anzutreffende. 7600 Überlebende, 650 Leichen, alles andere war von den Nazis schon beseitigt worden. Tausende, Zehntausende wurden auf Todesmärschen schon vorher in das Reich getrieben und die meisten von ihnen mussten auch sterben. Was die Rote Armee vorfand, war neben den wenigen Überlebenden, die näher am Tod waren als am Leben, 843.000 Herrenanzüge, 873.000 Damenmäntel und Kleider, 44.000 Paar Schuhe, 14.000 Teppiche und 7,7 Tonnen menschliches Haar. Über 1,1 Millionen Menschen, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Kommunisten, Sozialdemokraten, aufrechte Menschen wurden in Auschwitz ermordet. Auschwitz ist das Synonym für das nationalsozialistische Menschheitsverbrechen. Und es zeigt uns, was möglich war und was es in Zukunft gilt zu verhindern. Wenn wir heute zusammenkommen, dann geht es darum, diese Erinnerung hochzuhalten. Und es gibt ja in unserem Land viele, die sagen, es muss Schluss sein mit dieser Erinnerungskultur. Wir brauchen eine 180-Grad-Wende. Wir brauchen kein Denkmal der Schande in der Bundeshauptstadt. Wir wissen sehr genau,
dass das vergiftete Ratschläge sind. Ratschläge von Brandstiftern, die sich aus der Geschichte verabschieden wollen, um unbehelligt von der Trauer und der Erinnerung und dem Wissen um die Notwendigkeit, sich mit menschenverachtenden, rassistischen, faschistischen, nationalsozialistischen Ideologien auseinanderzusetzen, neue menschenverachtende politische Strategien zu entwerfen. Das dürfen wir nicht zulassen und das werden wir auch nicht zulassen. Wir haben ein starkes Land. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Erinnern und mit der gemeinsamen Arbeit an unserer Geschichte viel dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik Deutschland weltoffen und tolerant mit allen Menschen, die hier leben, guten Willen sind und die Freiheit der anderen respektieren, vorangekommen ist. Wir wissen, dass wir uns und wir wollen das, dass wir dieses Erinnern hochhalten müssen. Der französische Philosoph Jean Baudrillard hat es so formuliert: Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst. Und deswegen werden wir es nicht vergessen und werden uns gemeinsam immer wieder unserer Geschichte stellen, in Verantwortung und mit großer Ernsthaftigkeit. Und ich bin sehr froh, dass wir dies in Darmstadt an diesem Tag immer wieder gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern machen. Mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen, mit deren engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die im Unterricht intensiv die Zeit des Nationalsozialismus lehren, bewerten, gemeinsam diskutieren und sich mit den Schicksalen einzelner Opfer auseinandersetzen. Weil das ja die Wahrheit ist, dass die Zahl allein unfassbar ist, aber die Wirklichkeit dieser furchtbaren Geschehnisse am Schicksal einzelner Menschen deutlich wird. Wir werden künftig diesen Gedenktag auch mit dem Staatstheater gemeinsam gestalten, worüber ich mich ebenfalls freue. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Sopranistin Megan Marie Hart, die seit dem vergangenen Jahr das Ensemble des Staatstheaters Darmstadt verstärkt und von der wir heute Lieder von Erich Wolfgang Korngold, einem österreichischen bzw. amerikanischen jüdischen Komponisten, einem Vertreter der modernen Klassik, der von 1897 bis 1957 lebte. Mit ihren musikalischen Vorträgen umrahmt Megan Marie Hart den Beitrag der Schülerinnen und Schüler der Lichtenberg-Schule Darmstadt, die in einem Videobeitrag ihre Zusammenarbeit mit dem französisch-europäischen Projekt im Memorial de la Shoah in Paris vorstellen. In diesem Projekt geht es um die Opfer des Deportationszuges Convoi 777 von Drancy, Paris nach Auschwitz-Birkenau. Gemeinsam mit der Darmstädter Illustratorin Karl Schmitz haben sie einen Beitrag, einen Comic über Fanny Atzenstark erstellt, eine der wenigen Überlebenden des Convoi 777. Sie ist eine der Frauen der Résistance, der Frauen im Widerstand gegen die Nazis, deren Lebensgeschichte die Schülerinnen und Schüler der Lichtenberg-Schule gegen das Vergessen für Demokratie in den vergangenen Monaten kennengelernt und erarbeitet haben. Zusammen mit 11 anderen Gruppen aus Frankreich und Europa war die Gruppe eigentlich für heute zum Europarat nach Straßburg eingeladen, um dort an der zentralen Gedenkfeier für die Opfer des Convoi 777 teilzunehmen. Aus den bekannten Gründen kann auch diese Gedenkfeier dieses Jahr lediglich online stattfinden.
Für diesen großartigen Beitrag möchte ich den Schülerinnen und Schülern der Lichtenberg-Schule, der betreuenden Lehrerin Margit Sachse und der ganzen Schulgemeinde der Lichtenberg-Schule meinen großen Respekt und Dank aussprechen. Ihnen gilt für Ihre wichtige Arbeit und den heutigen Beitrag zum Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust unser aller Dank, der ebenso an Karl Schmitz und Fatima Haraj gerichtet ist, wie an die vier Biografinnen der Fani Arzenstag, Hazet Gezeze, Charlotte Blechatsch, Ella Heron und Aditi Kolturu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir uns die Worte von Martin Luther King nochmals vergegenwärtigen, am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde, dann ist das etwas, was uns begleiten kann in unserem Kampf, in unserem festen Einsatz für eine demokratische, freie, soziale und tolerante Gesellschaft. Wir denken an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir sind Abiturientinnen an der Lichtenberg-Schule in Darmstadt, Deutschland und Teil der Schülergruppe Schüler gegen Vergessen für Demokratie, Students Against Oblivion for Democracy.
Zusammen mit unserer Projektleiterin Frau Sachse haben wir die Biografie der französisch-jüdischen Widerstandskämpferin Fanny Azenstark rekonstruiert. Wir sind Ella Herren, Charlotte Plecher, Chaset Gesesse und Aditi Kulturu, Teil der Schülergruppe Schüler gegen Vergessen für Demokratie an der Lichtenberg-Schule Darmstadt. Wir wurden eingeladen, eine der 1310 Deportierten des letzten Konvois von Drancy nach Auschwitz-II-Birkenau zu erforschen. Gemeinsam mit unserer Projektleiterin Frau Sachse haben wir die Biografie einer jüdischen Französin namens Fanny Azenstark rekonstruiert. Hierzu haben wir die Materialien vom europäischen Projekt Konvoi 77 im Memorial de la Shoah in Paris erhalten und heute werden wir euch die Biografie der Holocaust-Überlebenden Fanny Azenstark in Kurzfassung vorstellen. Das Besondere, sie gehörte zu den wenigen Überlebenden. Nur 157 Frauen überlebten insgesamt diesen Transport in den Tod und sie war eine davon. Und sie gehörte zu der Resistance. Anhand verschiedener Timelines werden wir zuerst die Lebensgeschichte Fanny Azenstarks präsentieren. Danach zeigen wir, wie strapaziös es für sie war, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Entschädigung zu erhalten. Die Anerkennung als Widerstandskämpferin blieb ihr verwehrt. Wir sehen sie als Hidden Figure der französischen Resistance und werden euch gleich dazu mehr berichten. Fanny Azenstark wurde am 22. Juni 1921 in Paris geboren. Ihre Eltern Salel und Perla waren beide osteuropäischer Herkunft. Ihre Mutter war eine Wirtschaftsmigrantin aus Polen und Fannys Vater hatte sich an der Russischen Revolution 1905 beteiligt. Zu Hause wurde die jüdische Religion nicht sonderlich ausgelebt. Die Familie, welche aus ihrem älteren Bruder Maurice, Fanny selbst und ihren zwei jüngeren Brüdern Georges und Albert bestand, erlangte 1926 die französische Staatsbürgerschaft. Salel Azenstark besaß ein Lederwarengeschäft in Paris, in welchem Fanny, nachdem sie ihre Ausbildung absolviert hatte, 1937 arbeitete. Am 11. Juni 1940 verlässt die Familie Paris und zieht nach Lyon. Später trennen sich die Wege von Fanny und dem Rest ihrer Familie. Ihre Brüder und Eltern ziehen nach La Chapelle-Saint-Martin in Savoyen, während Fanny in Lyon bleibt und sich dort dem Widerstand anschließt. Vorerst war sie Teil der Gruppe von Julien Sermon, der am 16. Dezember 1943 ermordet wurde. Nach seinem Tod schloss sie sich dem MOR an und war dort als Kurierin tätig. Am 9. Juni 1944 wurde Fanny Azenstark in Lyon mit dem Großteil ihres Widerstandsnetzwerkes festgenommen. Sie wurde jedoch verwechselt, da die Männer dachten, sie sei eine Hélène, die für ein anderes Réseau verantwortlich war, da Fanny ähnliche Kleidung wie sie trug. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme war Fanny in der Rue Boudot bei Madame Louise Rampont, die in ihrem Haus ein Waffenlager der Resistance versteckte, um dort Briefe vom Service Social du Rhône abzuholen und weiter zu vermitteln. Danach wurde sie 3 Wochen lang im Montluc-Gefängnis bei Lyon festgehalten. Am 1. Juli 1944 wurde sie weiter in das Internierungslager Drancy bei Paris gebracht. Dort waren weniger deutsche Aufseher. Im Gefängnis Montluc hatte sie die Gewalt und Folter der Gefangenen als sehr belastend erlebt. Die Situation in Drancy war bedrückend in Erwartung der Transporte in den Tod. Am 31. Juli 1944 wurde sie mit über 1300 anderen Deportierten, darunter auch ihre späteren Freundinnen Yvette Levy und Regine Skorka-Jacobert, mit dem Konvoi 77, dem letzten Zug, nach Auschwitz II, Birkenau, deportiert. Bei der nächtlichen Ankunft in Auschwitz II, Birkenau, wurden sie aus den Waggons gezerrt und geschlagen. Fanny beschreibt, dass sie sich in einem unmenschlichen Zustand befand. Ihre Haare wurden abrasiert und sie wurde auf verschiedene Weisen gedemütigt. Fanny erlitt 3 Monate in unmittelbarem Angesicht des Todes im Vernichtungslager Auschwitz II, Birkenau. Am 31. Oktober 1944 wurde sie in das Frauenaußenlager Kratzau, tschechisch Krastava, deportiert. Nun musste sie keine Angst mehr vor der Selektion in Auschwitz haben. Aber auch Kratzau war ein Vernichtungslager. Täglich starben 15 Menschen. Wie ihre Freundin Regine Skorka-Jacobert formulierte, starb man nicht durch Selektion, aber durch Hunger, vor Kälte, an Krankheiten und an der harten Arbeit. Fanny und ihre Mithäftlinge mussten täglich in 12-stündigen Schichten schwerste Arbeiten in einer Munitions- oder Flugzeugfabrik oder im Außendienst als Zwangsarbeiterin verrichten. Einige Tage nach dem ersten Arbeitstag schlugen deutsche Truppen die Fenster der Fabrik mit Steinen ein.
Daraufhin stellten sie die Heizung ab, weil sie argumentierten, es lohne sich nicht, für die Arbeitssklaven Energie zu vergeuden. Anfangs musste Fanny draußen schwere Lasten schleppen. Irgendwann konnte sie bei der Herstellung von Kleinteilen einer Flugzeuglandebahn arbeiten und zerstörte als Akt der Sabotage 57 dieser Kleinteile. Dies fiel einem französischen Aufseher auf, der diese Teile vergrub, anstatt sie zu verraten. Am 9. Mai 1945 wurde das Lager Krakau und somit auch Fanny Eisenstark befreit. Ihre Befreiungsgeschichte war mit vielen Gefahren, wie der Angst vor Vergewaltigung und Bombardierungen verbunden. Ein ehemaliger Kriegsgefangener und französischer Offizier nahm Fanny und die anderen Frauen, die zusammen nach Frankreich zurückreisen wollten, unter seinen Schutz. Der geschwächte Zustand, in dem sich die Frauen nach der Befreiung Krakaus befunden haben, ist in dieser Illustration gut zu erkennen. Erst durch diesen Einsatz eines hochrangigen Offiziers waren die Frauen in relativer Sicherheit. Er versorgte die Frauen mit Nahrung, übergroßer Kleidung von der Luftwaffe, also Männeruniformen, und einem Schlafplatz. Für 3 Wochen hatte er die kleine Gruppe in einer leerstehenden Villa untergebracht. Er ermöglichte den Frauen, wieder einen menschlichen Zustand zu erreichen. Am 2. Juni 1945 kehrte sie nach Frankreich zurück, wo sie ihre Familie, welche den Holocaust mit Hilfe von Dorfbewohnern überleben konnte, wiedersehen konnte. Zusammen zog die Familie dann zurück nach Paris, wo Fanny wieder in der Lederwarenbranche tätig war. Am 11. Oktober 1947 heiratete sie Lucien Garot und begann ihr zweites Leben nach dem Holocaust, blieb jedoch kinderlos. Nach dem Krieg stellte Fanny, wie viele andere Überlebende, Anträge, um eine Entschädigung zu erlangen. Nachdem wir uns ausführlich mit den französischen Dokumenten und Nachfahren von Deportierten auseinandergesetzt haben, ist nun klar, dass Fanny zwischen 1948 und 1959 insgesamt 3 Anträge gestellt hat, wobei jedoch nur einer akzeptiert wurde. Den ersten Antrag stellte Fanny Assenstark am 21. Juni 1948. Hier teilt sie sich in die Kategorie der politischen Deportierten ein und bittet das Ministerium für Veteranen und Kriegsopfer um eine Stellungnahme. Das Ministerium antwortete ihr, dass ihr Antrag aufgrund der Gesetzeslage überprüft werden müsse. Außerdem sei ihre Deportation nicht ausreichend dokumentiert, was für Fanny wahrscheinlich sehr frustrierend, ärgerlich, aber auch enttäuschend war. Den zweiten Antrag stellte sie am 20. Januar 1954. Diesmal bemühte sie sich jedoch um den Titel Déporté Résistant. Sie berief sich somit auf ihre Tätigkeiten im Widerstand. Die einzige Reaktion, die sie hierauf bekam, war eine Empfangsbestätigung. Ihren dritten und somit letzten Antrag, erneut für den schwächer dotierten Titel Déporté Politique, unterzeichnet Fanny Anfang 1959. Die Reaktionszeit des Ministeriums war diesmal deutlich schneller und eine Sitzung, in welcher die Kommission eine positive Rückmeldung für ihre Titelanerkennung stellte, wurde am 26. Mai 1959 gehalten. In einem Schreiben vom 17. August 1959 ist zu lesen, dass die Französische Republik ihr den Titel Déporté Politique anerkennt. Erst am 14. September wird sie hochoffiziell von der Französischen Republik über ihre Titelanerkennung informiert. Im Brief schreiben sie ihr: Ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Gefühle zu akzeptieren, um Empathie und Verständnis für Fannys traumatisierende Vergangenheit auszudrücken. Die Schecknummer, ihre Entschädigungssumme, wurde ihr am 20. Oktober 1960 übermittelt. Jedoch ist uns der genaue Betrag nicht bekannt. Insgesamt zog sich Fanny Assensteins Kampf um Entschädigung über 12 Jahre hin, was für uns schwer vorstellbar bleibt, da sie die 3 Monate in Auschwitz überlebt hatte, eindeutig zu den Verfolgten der Nationalsozialisten gehörte. Aus Gesprächen mit Serge Jacobert wissen wir, dass auch seine Mutter, Regine Skorka Jacobert, viele Jahre auf dem Behördenweg um Anerkennung des durch den Holocaust erlittenen Leids ringen mussten und dass ihre Aktivitäten im Widerstand erst im Jahr 1996 anerkannt wurden. Widerstand gegen die deutsche Besatzung und Verfolgung der Juden ist in der Biografie Fanny Assensteins ein zentrales Thema. Doch was genau ist unter diesem Begriff Widerstand zu verstehen? Die französische Résistance war eine Bewegung aus einem Zusammenschluss Freiwilliger, die sich in verschiedenen Formen gegen die nationalsozialistische Besatzungsmacht während des Zweiten Weltkriegs einsetzte. Hierbei
wird zwischen dem militärisch bewaffneten und dem zivilen Widerstand unterschieden. 96% der Widerstandskämpferinnen gehörten dem zivilen Widerstand an, der lange in der öffentlichen Wahrnehmung vernachlässigt wurde. Viele von ihnen waren daher Hidden Figures, also unerkannte Heldinnen, wie es auch Fanny Azenstark aus unserer Sicht gewesen ist. Fanny Azenstark wurde der Titel Déportée Résistante nicht anerkannt. Dies lag vermutlich daran, dass sie in kommunistischen Netzwerken aktiv war. Außerdem wurde möglicherweise beanstandet, dass sie als Kurierin zu wenig zum Widerstand beigetragen habe. Hier in dieser Quelle steht geschrieben, dass Fanny nur manchmal im Auftrag der Résistance Briefe überbracht habe. Doch wir haben Gründe dafür gefunden, warum sie sich den Titel Déportée Résistante verdient hätte, die auch unsere These, dass Fanny Azenstark eine Hidden Figure ist, unterstützen. Dafür spricht ihr familiärer Hintergrund, in einer kommunistisch-liberalen Familie aufgewachsen zu sein, ihre Tätigkeit als Kurierin, die ihr Madame Rompin, die Besitzerin des geheimen Waffendepots, in dem sie verhaftet worden ist, in mehreren handschriftlichen Zeugnissen bestätigt hatte, ihr kontinuierliches Engagement unmittelbar nach dem Tod ihres Offiziers, das Netzwerk gewechselt zu haben und weitere Akte wie das Sabotieren von Kleinteilen in einer Flugzeugfabrik im KZ-Außenlager Krakau. Somit ist Fanny Azenstark in unseren Augen voll und ganz ein Mitglied der Résistance. Wir hoffen, Fanny Azenstark durch die Rekonstruktion ihrer Lebensgeschichte und vor allem ihrer Leistungen in dem Widerstand eine Chance auf später Anerkennung geben zu können. Sehr gerne würden wir Kontakt aufnehmen zu den Nachfahren der Fanny Azenstark und von ihnen noch mehr über ihre Familie erfahren. Speziell an diese Kinder und die ermordeten Frauen und Männern des Konvois 77 wollen wir heute besonders gedenken. Während wir die Biografie von Fanny Azenstark erarbeitet haben, wurden wir von Serge Coubert unterstützt. Er ist ein Mitglied der Konvoi 77 Initiative in Paris zum Gedenken an die Opfer und der Sohn der Resistance-Kämpferin Regine Skorka-Jacoubert. In unserem Erklärvideo habt ihr gesehen, dass Regine Jacoubert, Fanny Azenstark und Yvette Levy drei widerständige junge Frauen waren, die zusammen im Konvoi 77 von Drancy nach Auschwitz deportiert wurden. Aber dann erfuhren wir, Yvette Levy wohnt heute noch 96-jährig in Paris und kann sich gut an Fanny Azenstark erinnern. Julie Bronstering, eine 18-jährige Mitarbeiterin im Konvoi 77-Team, konnte uns den Kontakt zu Yvette Levy ermöglichen. Wir hatten bereits geplant, Yvette Levy persönlich in Frankreich zu besuchen, aber diese Pläne scheiterten wegen der unsicheren und unvorhersehbaren Maßnahmen der Corona-Pandemie. Julie war stets bereit, unsere Texte und Fragen zu übersetzen, und durch sie hatten wir die Ehre, Yvette Levy persönliche Fragen zu stellen und manche Unklarheiten in unserem Verständnis zu beseitigen. Von den 1306 der im Konvoi 77 Deportierten gehörten diese drei Frauen zu den 177 Frauen, die es überlebten. Fanny Azenstark reflektierte nach dem Krieg, dass die Solidarität und Freundschaft dieser widerständigen Frauen untereinander ihnen höchstwahrscheinlich beim Überleben geholfen habe, weil ihr Überlebenswille nicht gebrochen werden konnte. Auch nachdem sie diese Unmenschlichkeit überlebt hatten, standen die drei Frauen zueinander, reisten gemeinsam zum ehemaligen Zwangsarbeiterlager nach Krakau und blieben auch nach dem Holocaust freundschaftlich verbunden. Dieses gemeinsame Trauma hatte eine unverbrüchliche lebenslange Bindung geschaffen. Sie wohnten alle nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris und gaben Zeitzeugeninterviews, in denen sie von den jeweils individuellen Erfahrungen ihrer Deportation sprachen. Yvette Levy erfuhr die höchste Ehrung der Französischen Republik, denn sie reiste über 200 Mal mit Schülergruppen nach Auschwitz, um zu sichern, dass die schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten nie vergessen werden und dass an die Geschichten der Millionen von Opfern erinnert wird. Besonders wichtig war ihr, stets auf die Notwendigkeit von Zivilcourage in schwierigen Lebenslagen hinzuweisen. Alle ihre hochrangigen Auszeichnungen hat sie den Opfern des Holocaust gewidmet, insbesondere die Ermordung der über 200 Kinder, die im gleichen Konvoi 77 deportiert wurden, konnte Yvette bis heute niemals verzeihen. Regine Skorka und Fanny Azenstark äußerten sich ähnlich. Alle drei hatten viel daran gesetzt, Kinder zu helfen. Mon nom est Serge Jacoubert. Je suis le fils de Régine Jacoubert, Skorka,
déporté du convoi 77 et le neveu de Jérôme Skorkas-Corin, également déporté de ce convoi 77. Tous les deux ont survécu et tous les deux ont passé du temps à témoigner dans la deuxième partie de leur existence, de ce qu'il s'était passé pendant leur déportation et pendant la Shoah en général, pour eux comme pour leurs proches, leurs familles et l'ensemble des autres déportés qu'ils ont connus. Mon lien avec l'association Convoi 77 date de peu de temps après la fondation de cette association par Georges Mayer, mon frère, et d'autres enfants de déportés. Je les rejoins parce que j'étais attiré par la mission d'enseignement, de diffusion auprès des jeunes générations du message que portaient ma mère et mon oncle. J'ai été très impressionné par l'engagement et la qualité des travaux réalisés par les élèves de Margit Sachse, de l'école de Lichtenberg, et leur compréhension, leur humanité, l'attention avec laquelle ils ont instruit, documenté et puis ensuite écrit la biographie de Fanny Eisenstark, épouse Garo, m'ont vraiment beaucoup impressionné. Par ailleurs, le travail autour de la bande dessinée pour matérialiser et rendre plus vivante cette période de la vie de Régine et de Fanny au sein de Auschwitz et de Kratzau après l'arrestation à Lyon m'ont vraiment beaucoup, beaucoup touché. Pour moi, Fanny Garo, née à Eisenstark, était une des filles de Kratzau, comme disait ma mère. C'est-à-dire que, comme elle, comme Régine, elle avait milité dans la résistance, avait été arrêtée à Lyon et avait ensuite été déportée par le convoi 77. Et comme ma mère, elle avait subi la sélection de fin octobre 44 et avait été envoyée pour travailler dans un camp de munitions à Kratzau, qui dépendait de Gross-Rosen. Et dans ce camp de munitions, les conditions étaient très dures, étaient très difficiles, mais n'étaient pas aussi inhumaines que celles d'Auschwitz. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre elles ont pu survivre, en nombre plus élevé que les hommes, qui, eux, pour beaucoup, ont fait la marche de la mort, comme mon oncle Jérôme. So, hallo, okay, ich spreche erst über... Inwiefern lassen sich Geschichte und Kunst miteinander verbinden und auch wie geht fiktive und biografische Geschichte zusammen und dann über meine Erfahrungen mit SchülerInnen-Projekten. Kunst ist ja einerseits Ausdrucksform, aber immer auch ein Weg zur Aneignung oder zur Auseinandersetzung mit der Welt. Bei dieser Geschichte habe ich mich eher als euer verlängerter Arm empfunden, Bilder herzustellen, die das biografische Material nicht hergibt, die verschwunden sind. Natürlich ist der künstlerische Ausdruck immer geprägt von meinem eigenen Blick. Jemand anders würde diese Geschichte ganz anders erzählen. Deshalb war es mir wichtig, eng mit euch als Biografin und auch mit den Angehörigen der Fanny Eisenstark zusammenzuarbeiten und immer wieder zu schauen, stimmt die Geschichte so? Ich habe bereits an einigen Projekten mitgearbeitet, bei denen das Medium Comic oder Kunst genutzt wird, um sich mit dem NS auseinanderzusetzen. Aber auch zu Themen wie Alltagsrassismus oder Coming Out haben wir schon gearbeitet. Ich finde die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern immer sehr bereichernd und speziell diese Gruppe bei diesem Projekt. Ihr habt so unterschiedliche Backgrounds und Identitäten, ihr habt diese Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit, ganz tief in diese heftigen Themen einzutauchen. Das hat mich tief berührt und beeindruckt. Wir haben natürlich eine besondere Verantwortung, den Abgebildeten, den Personen gerecht zu werden. Wir können uns im Gegensatz zu Geschichten, die wir erzählen, nicht allzu viele Freiheiten erlauben. Wir können die Personen nicht nach Belieben hin und her formen, damit die Geschichte runder wird. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen ein Unterschied zwischen Knetmasse und Bildhauerei. Bei Geschichten können wir die Geschichte, die Ausgangsbestandteile so hin und her biegen und kneten, damit es besonders gut und rund wird.
Und bei Biografien müssen wir zusehen, dass wir die Ecken und Kanten weghauen, die uns den klaren Blick auf die Person versperren. Also, Frage 2. Wie lassen sich Geschichte und Kunst miteinander verbinden? Als visuelle Kommunikatoren ist es unsere Aufgabe, Ort und Personen möglichst plastisch vor dem Auge des Betrachters entstehen zu lassen und dort auch Interesse zu erzeugen. Illustrationen machen gar nicht erst den Versuch, objektiv und unbestechlich das wahre Bild einer Epoche oder einer Person zu erzeugen. Im Gegensatz vielleicht zu Fotografien oder Tondokumenten, die ja immer so ein bisschen wirken, ja, das hier war jetzt echt, so war es wirklich. Und dieser abstrakte Layer oder diese abstrakte Grafik als Zeichnung, die hilft den Betrachtern, sich deutlich zu machen, das ist jetzt nur eine Stimme, das ist jetzt nur ein Bild einer Person, ein Kommentar sozusagen. Und du musst dir auch noch andere Sachen anschauen und andere Quellen hervorziehen, um ein wirklich wahrheitsgetreues Bild einer Person, einer Epoche zu kriegen. Und Frage 3, schon mal mit Schülergruppen gearbeitet? Antwort nein. Bisher habe ich mit Erwachsenen, mit Arbeitsgruppen aus dem Businessbereich gearbeitet. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu denen war die Schülergruppe wesentlich engagierter und wesentlich mehr dran am Thema und mehr interessiert als teilweise relativ unmotivierte, gelangweilte Personen, die da, wo man immer das Gefühl hat, die werden da in so eine Arbeitsgruppe reingezwungen. Von daher ein super Erlebnis und es war ganz großartig und mehr davon. Die Kommunikation über die Grenzen hinaus war nicht nur ausschlaggebend für unsere Arbeit, aber auch auf persönlicher Ebene prägend. Wir sind der Meinung, dass wir besonders in den Zeiten der Globalisierung und der gesellschaftlichen Transmission viel voneinander lernen können und diese Chance auch nutzen sollten. Die Arbeit mit Originalquellen hat unser Bewusstsein für Geschichte gestärkt und uns gezeigt, was es bedeutet, investigativ zu arbeiten. Dieses Projekt hat uns jedoch auch verdeutlicht, wie viel noch im Hinblick auf die Aufarbeitung des Holocaust getan werden muss. Dieses Projekt zeigt, wie wichtig Kommunikation und digitale Formate für aktives Erinnern in Europa sind. Begeistert hat mich, wie die Schülerinnen ihre Talente einbrachten beim dialogischen Lernen mit den Nachfahren und beim Austausch mit dem Team in Paris und wie überzeugend sie gegen Vergessen und gegen Gleichgültigkeit eintreten. Vom 13. bis zum 15. September 2021 wurden 5 Delegierte unserer AG nach Stuttgart eingeladen zur deutsch-französischen Schülerbegegnung GÜS, die Flucht in die Freiheit. Wir beschäftigten uns intensiv mit der Geschichte des französischen Internierungslagers Camp de Gurs. Die anderen Schülergruppen, denen wir während unser Aufenthalt begegneten, kamen aus Stuttgart, Tübingen und Nouvelle-Aquitaine in Frankreich, die Ambassadeurs de la Mémoire de la Shoah. Der Filmemacher Pierre Vidal und sein Team machten Aufnahmen mit uns für den deutsch-französischen Dokumentarfilm Les Mémoires de Gurs en Allemagne. Diese Begegnung war für uns das erste Mal, dass wir eine solche große Gruppe von über 40 Schülerinnen und Schülern persönlich treffen konnten, die alle genauso intensiv wie wir die Erinnerung an den Holocaust erarbeiteten. Es war besonders berührend und auch motivierend, die Erfahrung aller anderen Schülerinnen und Schüler zu hören und sich mit ihnen auszutauschen. Während dieser wenigen Tage gab es das gegenseitige und unausgesprochene Verständnis, dass wir alle auf das gleiche Ziel der Bewahrung der Menschlichkeit hinarbeiten. Trotz der belastenden Thematik unserer Begegnung hatten wir viel Spaß mit den anderen Schülergruppen und kamen alle gut miteinander klar. Wir bleiben zurzeit digital in Kontakt über unsere Web-App und das Instagram-Account unserer Partnergruppen und freuen uns sehr auf weitere persönliche Begegnungen.
Liebe Frau Hart, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für dieses würdige Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist gut, dass das Leben und der Widerstand gegen die Nazis von Frauen wie Fanny Assenstark sichtbar gemacht wird. Nichts war vergeblich, lautete der Titel der Ausstellung des Studienkreises Deutscher Widerstand dazu, den die Schülerinnen und Schüler der Lichtenberg-Schule im vergangenen Jahr kennengelernt haben. Nichts war vergeblich, denn wir leben heute in einer freiheitlichen Demokratie, in Rechtsstaat und Sicherheit. Aber Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und Sicherheit sind Geschenke, die wir nicht einfach so erhalten, sondern die sich jede Generation neu erarbeiten muss. Auch heute brauchen wir Menschen, Frauen wie Männer, die mutig und in tiefster innerer Überzeugung dafür eintreten, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat zu verteidigen. Gegen die alten wie gegen die neuen Feinde unseres Staates und unserer Werteordnung. Der heutige Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist dazu ein wichtiger Tag, weil er uns in Trauer, in Erinnerung, in Mahnung, aber auch in Entschlossenheit zusammenbringt. Danke, dass Sie dabei waren, teilgenommen und ihn gestaltet haben.